Guten Morgen, Leute. Ihr hört es noch nebenan, Trainingsbetrieb. Ich bin schon fertig mit meinem Training. Und jetzt gibt es nochmal aufgrund von hoher Nachfrage ein Video zu Kraulatmung. Und zwar will ich heute gar nicht so hart viel labern, sondern vielleicht einfach eine kleine methodische Reihe zur Kraulatmung für Anfänger jetzt explizit zeigen. Deshalb auch Anfänger Flossen anziehen für die Übungen. Nochmal ganz kurz zur Kopfhaltung beim Kraulschwimmen. Wie ist unsere Kopfhaltung? Wir haben drei Positionen. Einmal die Position 0, die wäre zum Beckenboden. Einmal die Position 1 und die Position 2. Oder ihr könnt es euch merken mit 0 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr. Das Ganze natürlich dann mit einer flüssigen Rotation beim Kraulschwimmen. So, wann haben wir jetzt nochmal unsere Kraulatmung? Entweder könnt ihr euch das euch merken, wenn der Armzug nach hinten geht oder auf Druckphase oder gegen Ende der Druckphase. Das ist auch unsere erste Position, die wir jetzt schulen werden. Und zwar ist es ein absoluter Klassiker aus dem Anfängerschwimmen, und zwar die Superman-Position. Superman hat ja immer eine Faust in seinen Filmen. Ihr könnt ruhig die Arme gestreckt lassen. Da habt ihr einfach mehr Tragfläche vorne und es gibt euch mehr Stabilität im Wasser. Achtung, das brauchen wir jetzt erstmal nicht zum Schwimmen. Ich fange jetzt einfach dabei mal an, mache das eine halbe Bahn auf jeder Seite und liege jetzt dabei in Seitlage im Wasser, das seht ihr gleich, und habe meinen Kopf auch zu der jeweiligen Seite gedreht. Und das ist natürlich auch für uns nachher der richtige Zeitpunkt der Atmung, nämlich wenn ein Arm vorne ist beim Armzug und ein Arm die Druckphase gerade beendet oder die Druckphase ausführt. Also Übung 1, Superman Position. Dabei ganz wichtig, regelmäßig atmen. Jetzt drehe ich mich zur Seite. So, das war auch schon Übung 1. Ihr habt es gesehen. Ich habe ungefähr eine halbe Bahn auf jeder Seite gemacht. Das ist nachher auch unsere Position der Atmung, nämlich wenn der Kopf rauskommt, dann kommt der Armzug und der Kopf geht wieder ins Wasser rein. Jetzt werden wir diese Übung nicht statisch ausführen, sondern in einem flüssigen Rhythmus. Dabei jetzt ganz wichtig, achtet auf eine ruhige, gleichmäßige Atmung. Deshalb werde ich es jetzt so machen, ich liege auf einer Seite und atme zweimal ein und aus. Das verhindert, dass ihr beim Schwimmen und beim Atmen zu hektisch werdet und euch eventuell verschlucken würdet. Deshalb einfach zweimal ein, zweimal aus. Dann werde ich jetzt, das nennt man Reißverschluss, werde ich nicht über Wasser ziehen, sondern ich werde am Körper unter Wasser ziehen und währenddessen auf die andere Seite rotieren. Das Ganze natürlich immer unter einem regelmäßigen Kraulbeinschlag. Schaut es euch einfach mal an. Zweimal einatmen, zweimal ausatmen. So, was kommt jetzt in der nächsten Stufe? Natürlich, jetzt sollten wir auch mal versuchen, den Armzug über Wasser nach vorne zu bringen, also den korrekten Kraularmzug. Achtet auch dabei natürlich im Wasser immer auf die Ellenbogenvorhalte, auf die klassischen Knotenpunkte im Kraulschwimmen. Ich blende euch auch am Ende des Videos nochmal oben ein Video zur Kraulatmung ein. Es gibt schon einige auf dem Kanal. Gebt einfach mal ein, Kraulatmung verbessern, lernen etc. Da findet ihr schon zwei, drei Videos dazu. Jetzt, nächste Stufe, den Armzug nicht mehr unter Wasser vorbringen, sondern über Wasser. Wieder mit zweimal Atmen pro Seite. So,
Was haben wir jetzt schon ausführlich gemacht? Der Zeitpunkt, wenn der Armzug, wenn der Kopf auf der Seite zu liegen hat. Was fehlt jetzt noch ein bisschen? Wann muss der Kopf wieder ins Wasser eintauchen? Und das passiert einfach ungefähr, wenn der Armzug zieht und ungefähr hier auf Schulter-Kopfhöhe vorbeizieht. Dann geht der Kopf wieder ins Wasser rein, der Armzug geht nach vorne und der Armzug auf der anderen Seite erfolgt. Druckphase, Kopf raus. Das Ganze werde ich jetzt euch im flüssigen Kraulschwimmen eine Bahn demonstrieren. Und ihr macht es zu Hause nach oder im Hallenbad natürlich. Das heißt, wir übertragen einfach unsere Superman-Position jetzt in ein flüssiges Kraulschwimmen. So, ihr habt es gerade gesehen, ich habe wirklich bei jedem Armzug geatmet. Das kann man am Anfang so machen, aber ist natürlich extrem schwer, weil man immer ganz viel rotieren muss und dabei natürlich auch die Körperspannung halten muss, gleichzeitig einen Beinschlag regelmäßig ausführen muss. Deshalb würde ich euch da natürlich direkt am Anfang den Dreierzug ans Herz legen. Das wird natürlich am Anfang schwer, es wird für die Atmung anstrengend, aber nur so kann man es lernen und nur so kann man sich vor allem verbessern. Und ganz wichtig, immer im Wasser ausatmen. Gerade beim Dreierzug hat man überhaupt die Zeit, um im Wasser auszuatmen. Merkt euch das, macht es zu Hause nach. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, gerade für Leute, die immer noch Probleme mit der Kraulatmung haben. Macht's gut, gebt Gas im Hallenbad. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.